Hallo Leute, ja, wir sind hier im Spiel. Wir haben den Zug fahren lassen. Ich habe auch nichts gemacht, groß. Ich habe nur abgespeichert und neu das Spiel jetzt gestartet. Es liegt noch nichts auf dem Bahnhof. Wir lassen den mal schneller laufen. Dann kommt gleich der Zug hier an, ne? Na, wo ist er denn? Da kommt er. So, da fährt er ein. Nix ist drinne. Hat schon gedreht. Und er fährt raus. So, und jetzt passt mal auf. Das Spiel hat wohl gemerkt, es gibt eine Verbindung und jetzt kommt hier Kohle rein. Da haben wir nochmal Glück gehabt, ne? Keine Ahnung, warum, wieso und weshalb, aber jetzt funktioniert es dann endlich. Das wäre echt tragisch gewesen, wenn das gar nicht geht. Aber naja, die Menge ist so ein bisschen schwierig. Aber das liegt auch ein bisschen daran wahrscheinlich, dass hier... Das ist hier auch jetzt voll oder sowas. Nee, ne, oder? Ja, doch, die Station ist überlastet. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass hier überlastet ist und dann wird da was reingepackt erst. Und jetzt sind gerade mal 2 Tonnen da drin, ne? Mehr nicht. Hier läuft aber immer noch was rein, ne? Aber 190 ist Maximum, ne? Ich weiß nicht, wofür es ist. Jetzt ist die 3. Tonne dazugekommen. Vielleicht wird es ja mit der Dauer auf Dauer mehr. Keine Ahnung. Schaut mal das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann sind wir auf dem Großbildschirm. Wir sind jetzt tatsächlich doch mit ein paar Tonnen mehr unterwegs. Wie viel sind es jetzt doch schon? 8. Vielleicht wird es auf Dauer dann doch noch was werden. Wo ist der Zug? Ah, da kommt er schon wieder. Ah, schwierig ist natürlich 340, das wird sich nie rentieren, ne? Aber wir können ja hier die Linie mal verändern. Linie verwalten. Bin in einem Stock Nebengleis. Laden, wenn vorhanden. Ne, Vollladen einer Fracht. Maximale Haltezeit, Mindesthaltezeit, zack. Fünf Minuten. Und 3 Minuten soll er mindestens halten. So, er hat jetzt was abgeholt. 13 Tonnen oder wie viel, was es auch immer für eine Einheit ist. Und jetzt ist die Frage, wie viel kommt dann da rein? 5. Werden es schneller mehr oder nicht? Ah, das ist ja auch sehr interessant, die Hoch- und Runterfahrten. Geht das überhaupt? Ah, okay, der springt schon, der LKW, ne? Ah, geht aber. Kann man gelten lassen, ne? Wo ist der Zug? Hier ist der Zug. So, das bedeutet dann natürlich auch, dass hier produziert werden kann. Aber nicht so wirklich viel, aber es wird was produziert. Ja, erste Rauchschwaden kommen jetzt hier raus. Natürlich so putz aufgebraucht, die Kohle. Aber hier sind jetzt 5 Eisen. Weiß nicht, ob die schon immer da waren. Ja, da kommt jetzt der erste Wagen. Kann man ja schnell feststellen. Da müsste man ja. Okay, er packt schon mal auf, Linie 70, und es gibt kein Fahrzeug, was geladen hat, oder sehe ich das woanders? Ne, die 5 sind hier die ersten. Die des Holz ist noch angezeigt, weil die noch nicht umgestellt sind auf Stahlträger. Oder was es auch immer ist. Schnell, bevor der Zug da ist. Oh, da stehen jetzt aber ein paar mehr. Diesmal sind schon 21. Vielleicht amortisiert sich das dann doch auf Dauer. Muss es eigentlich, aber er wandert auch schneller hoch, glaube ich, ne? Zug sind jetzt 25, okay, da bleibt jetzt auch 3 Minuten stehen. 10 Millionen sind es miese hier jetzt gerade. Wir haben auf schnell hier unten. Passt erstmal. 28. Hier ist natürlich voll, ne, wie wir sehen. Das läuft voll über, ne? Ja. 32 Uhr, ja, 10% Ladung gleich.
Na, wird nichts mit 10% Ladung, ne? Na, komm schon. Jetzt haben die LKW hier weggeholt. Und deswegen wird da nichts mehr reingeschaufelt, oder wie sehe ich das? Jetzt wird erst hier voll gemacht, oder was? Das wäre ja der Hammer. Nee, hier kommt jetzt auch was rein. Obwohl da noch nicht 190 waren wie vorher. Gut, das bedeutet, dass jetzt unser Zug dann ein paar wenigstens fährt. 41 hat er, 300 fehlen. Das ist schlecht. Ist dann die Frage, ob sich dieser Zug jemals rentieren wird oder ob wir dann irgendwann hier auch in den Miesen landen werden, weil der verbraucht so viel, ne? Schwierig zu beurteilen. Auf der anderen Seite ist hier jetzt der Stahltransport natürlich dann besser unterwegs. Na, hier liegt ja jetzt nichts, weil er ja auch hier gar nicht war. Okay, hier liegt lauter Eisenerz. Wer nimmt das hier mit? Oder wer fährt das dahin? Wofür liegt das hier? Ist das ein Zwischenhalt? Könnte sein, ne? Fahren hier zwei Züge? Ich weiß es gar nicht. Ja klar, fahren hier zwei Züge. Hatten wir doch eingerichtet, oder? Vertue ich mich. Ah, warte mal. Fährt er jetzt gleich auch noch das andere Zeug mit? Das könnte auch noch sein, ne? Ja, da. Er hat das andere geladen und bringt das rüber. Okay. Das heißt, Anlieferung ist jetzt hier auch über LKW. Von hier wird nach da geliefert und von da wird der Eisenerz nach da gebracht. Und hier hat man ja Kohle-LKW. Ja, wo fahren die hin? Gute Frage, ne? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Das ist jetzt eine geheime Strecke wahrscheinlich, ne? Okay, wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall macht er dadurch ein bisschen mehr Geld. Das ist auch nicht verkehrt, ne? Oh, hier liegt jetzt ein bisschen mehr schon, oder? Wie sehe ich das? Ja, okay, das hat sich jetzt hier ein bisschen besser ergeben, ne? 49, 50. Ey, Zug voll, oder wie sehe ich das? Ne, 54 sieht aus, wie wenn er voll wäre, ne? Und hier liegt jetzt auch 39 von dem Zeug. Ja, mehrere Fahrzeuge sind in einem sehr schlechten Zustand. So, jetzt muss ich jetzt hier irgendwo einer sehen. Na, da kommt einer. Jetzt ist die Frage, was der mitnimmt. Schau mal, bis jetzt hat er Kohle gefahren. Mischen wir da ja wohl nicht fahren, denke ich von aus. Ach, guck mal, da sind unterschiedliche Größen dann auch. Viel oder wenig da liegt. Ja, der nimmt die Kohle mit. Dann bin ich gespannt. Wo sind die anderen gerade? Warte mal, hier sind jetzt nicht mehr drei. Hat schon. Ah ne, es wird weniger, es wandert ab, okay. Ja, das geht verloren, ne? Eibenstein Transfer soll das hin, okay. Wo ist Eibenstein Transfer? Eibenstein Transfer. Eibenstein, nicht Eibenstein, Eibenstock. Gute Frage, ne? Was lädt der? Der lädt Kohle. Der nächste, der kommt, was kriegt der mit? Gucken wir mal. Leider auch Kohle. Kommt noch einer. Was kriegt der? Wahrscheinlich auch Kohle, ne, oder? Ja, alle kriegen Kohle geladen. Das ist jetzt gerade nicht gut für festzustellen, wo gehen die 22 Tonnen hin, die wir da haben. Aber nichtsdestotrotz, hier steht ja, wo es hingeht, oder?
einem Stock Transfer. Einem Stock Nebengleis. Einem Stock Transfer. Wo könnte das sein? Wie heißen die Haltestellen hier alle? Einem Stock Hafen. Einem Stock. Hier hinten war noch eine Kohlegeschichte, ne? Einem Stock Eisenwerk. Werk? Nee. Wo ist Transfer? Da ist Kettemanns Mühle, also kann es schon nicht mehr sein, oder? Na, wo kann man die Haltestellen einsehen? Stationsstatistik. Einem Stock Transfer. Da ist das. Das ist hier, okay. Hier ist auch ein Stahlwerk. Das ist Linie 73. Und das war die Kohleanlieferung eigentlich nur normal, ne? Also wir wollten ja die Linie eigentlich sehen. Da ist die Linie. Okay, das ist tatsächlich hier lang. Und dann hat sich das durch das andere ergeben, dass jetzt hier der Zug uns auch definitiv dann das Eisenerz hier hinbringt. Dann ist das so. Das ist so wie bei Simotrans, da wird auch achtmal umgestiegen und so weiter und irgendwann findet Simotrans auch selber die Wege, dass da noch was zu bringen ist. Das funktioniert hier also wohl auch ganz gut. Okay, jetzt ist die Frage, der Zug hier, okay, er macht 2,4 Millionen Miese, das ist jetzt nicht so dolle. Hier läuft allerdings was rein, ich weiß jetzt nicht, warte mal, wir können ja mal gucken, wie viel liegt jetzt hier drin. Eben war ja was bei 22, 31, das ist nicht viel, was dahin kommt, aber es kommt wohl was dahin. Gut, wir können noch mal reingucken schnell. Wie viel liegt hier? Die liegen jetzt 54, okay. Und die bringen ja immer noch was, ne? Aber das Entscheidende ist ja, dass dieser LKW auf der gelben Linie, was bringen die denn? So, die bringen hierfür, ja. Und gleichzeitig bringen sie auch für da hinten dann. Ja, das ist natürlich dann für dieses Werk eine schlechte Quote in dem Sinne, aber hier sind 6.000 im Lager. Da brauchen wir uns keinen Kopf drum machen und ein Eisen ist, eine Kohle ist da. Er hat 95, ein Drittel, noch nicht mal ein Drittel. Das ist jetzt nicht die beste Zahl sozusagen, aber ja, vielleicht wird es hier ja besser jetzt mit der Zeit. Umso öfter der fährt. Weiß ich nicht. Gut, das ist schon mal geklärt. Der Stahl fuhr ja auch hier lang. Da ist zum Beispiel einer. Allerdings ist der jetzt gerade leer. Da kommt allerdings jetzt diesmal Stahl. Wird jetzt produziert, dadurch, dass der Kohlezug gekommen ist. Aber hier wird wahrscheinlich schon, obwohl 62, so ein bisschen läuft jetzt hier. So, und der Stahl fährt ja hier lang, oder? Und wird wohin gebracht? Das ist die Frage. Hier lang. Ah, der wurde gleich im Ort ausgeliefert, oder? Fahren wir mal mit dem mit, dann sehen wir es, oder? Oder wo brachte der den hin? Weiß ich gar nicht mehr. Oder wird das woanders noch verarbeitet? Ah, hier wird es hingebracht und da werden dann aus dem Bretter werden die Teile gemacht, okay. Ja, da sind sogar 66 Stahl da. Aber hier kommen keine Holzbretter jetzt an. Linie 71. Das ist der Zug, der fährt jetzt wohin? Da gibt es keine Abzweigung, also muss er hier lang. Hier fährt er durch. Ah ja, der fuhr durch und danach kam noch ein Bahnhof meines Erachtens, oder? Hier. Ah, und hier liegt auch nichts, ne? Das hatten wir, glaube ich, auch schon festgestellt. Kann da sein?
der jemals hier was gefahren? 6 Millionen Miese, Statistiken, Finanzen, er hat nie was gefahren. Das heißt, hier hapert es auch dran. Bei dem anderen läuft es ja, aber hier läuft es nicht. 76 in Lager und die sind alle hierfür am Arbeiten. Aber warte mal, das ist ja ein Sägewerk, das heißt, hier muss mehr Holz hin. Lieferanten haben wir schon zwei angeschlossen. Kettemers Mühle. Okay, das ist am anderen Ende der Karte. Halbstock Wald, das ist nicht so weit weg. War das Sägewerk jetzt hier unten, ne, oder? Ne, hier weiter noch. Was kann der fahren, der Anhänger? Holzstämme auch, das heißt, wenn er von hier kommt, ne, von hier kam er, ne, oder? Ja. Das würde bedeuten, wir bräuchten das Holz vom Wald. Oh, wo war das jetzt? Nach hier müssen wir es nur bringen, in dem Sinne. Hier sehe ich aber keinen Wald gerade. Hier, der da war das wahrscheinlich dann, ne? Da ist ein Personenzug am Fahren. Straße geht hier hin. LKW ist hier. Lass uns schnell mal nochmal gucken. Lieferanten, Kettemers Mühle. Ist der? Der ist aber zu weit. Wir haben hier Eibenstockwald. Und Eibenstockwald 3 ist da unten auch noch. Das heißt, die könnten definitiv da was hinbringen, ne? Das heißt, lass uns schnell hier ein Dingens bauen. Ein Gebäude, LKW-Station. Zack. Und wo waren die LKWs? Hier ist keiner. Da oben. Straßenfahrzeugdepot kaufen. Baumstämme war der, ne? Ja. Kaufen wir. Neue Linie. Und die war von dort nach dort. Passt. Und dann war noch mal das gleiche hier zu machen, ne? Da war tatsächlich eine Straße, hier ist gar keiner. Müssen wir das schnell noch anbinden. Das gefällt mir nicht so ganz. Passt. Ein Gebäude, das. Passt. Gut, dann wieder zum Depot, Straßenfahrzeugdepot, passt. Kaufen, der. Kaufen, neue Linie. Von da nach da. Passt. Hat gerade Stahlträger gebracht. Die fahren hier gerade erst raus. Wo ist das jetzt hier? Okay, die haben wir woanders eingekauft. Die fahren jetzt aber hier rein und hier liegt nicht einmal Holz, oder wie sehe ich das? Das ist ja wieder ganz toll dann. Halbstock Nord ist aber angebunden gewesen, ne, oder? Abnehmer. Jetzt ist die Frage.
Dann wird nicht ein Baumstamm gemacht. Der war es nicht. Der war es. Ja, das wird spannend. Ja, irgendwie kriegt das Spiel das wahrscheinlich nicht gescheckt, dass hier was abgeholt werden muss. Ja, sieht nicht so gut aus. Ich denke, wir machen aber auch erst wieder hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo auf Macht 1, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.